Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute habe ich für euch wieder ein Unboxing und zwar habe ich bei Banana Beauty bestellt. Wenn euch interessiert, was da drin ist, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, ich habe bei Banana Beauty bestellt, weil die eine Aktion hatten, durch die wir von der lieben Nicole darauf aufmerksam gemacht wurden. Ich verlinke euch ihren Kanal dort oben, immer wieder hilfreich. Und zwar hatte Banana Beauty die Aktion, dass man ein Full-Size-Produkt kauft, dann ein Set kostenlos dazu kriegt und 50% auf seinen Warenkorb zusätzlich noch. Fand ich super, war ich dabei, habe ich bestellt. Zwei Bestellungen habe ich abgeschickt. Ja, genau. Fangen wir mit der ersten Bestellung an. Da, ich glaube, jede Bestellung hat dann so um die 13 Euro gekostet, nur weil Banana Beauty ist ja recht teuer. Und genau, 13 Euro war das, glaube ich, pro Bestellung. Kann sein, dass die eine 14 war oder so. Aber auf jeden Fall so 13, 14 Euro. Und bei der ersten Bestellung habe ich zu das normale Teil sozusagen, also das Full-Size-Produkt, habe ich mich dann für den Get Loud Boosting Lash Primer entschieden. Weil der sehr gut sein soll und ich benutze ja jeden Tag Lash Primer und ja, dann dachte ich, dann kann ich den mal testen. Und dann habe ich mir ausgewählt, dass ich das Nude Set dazu haben will, das ist dieses. Und ich war echt überrascht, als ich das, gestern habe ich schon mal eins aufgemacht, das eine Paket ist noch komplett verschlossen, verschlossen hier, aber das andere ist schon auf, das habe ich nämlich gestern schon mal angeguckt, ich konnte nicht abwarten. Und ich war überrascht, wie viel in diesem Set drin ist. Ich habe das auf der Internetseite gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß nicht, ich dachte, da war ja nur ein Liquid Lipstick drin, ein Lip Liner und ein Eyeliner, dachte ich. Aber da ist ein bisschen mehr drin. Das ist dann auch so eingepackt. Guckt euch mal an, was da alles drin ist in diesem Set. Also das Set hat so einen Wert von 126 Euro, glaube ich. Das kostet sonst so um die 126 Euro. Und wir schauen jetzt mal. Ich weiß auch, dass ich da was doppelt drin habe. Aber ja, ich fange erstmal an. Auf jeden Fall ist da einmal ein, ich glaube, das ist ein Liquid Lipstick in der Farbe It's a Secret. Den habe ich noch nicht, deswegen reiße ich den auf. Und das ist eine richtig hübsche Farbe. Seht ihr die? Ich swatch die auch einmal für euch. Natürlich. Also ich habe jetzt nicht geschüttet vorher, aber hey. Ich habe übrigens auch gerade einen von Banana Beauty drauf. Ich glaube Secret Crush habe ich drauf. Und das ist It's a Secret, genau. Der ist ein hübscher, sehr, sehr hübscher Nude-Ton. Und so ein bisschen in die rosa Richtung. Gefällt mir sehr. Dann habe ich hier ein Lip Liner drin. Und zwar die Farbe Nanana Naked. Das passt ganz gut, weil die Farbe habe ich ja als Liquid Lipstick. Die swatche ich euch auch mal. Ist übrigens so einer zum Anspitzen. Es ist halt so ein relativ normaler zum Anspitzen, mit ein bisschen festeren Holz. Geswatcht ist das diese Farbe. Wie gesagt, da habe ich ja den Liquid Lipstick zu, dann passt das ganz gut. Die sollen auch sehr gut sein. Dann habe ich hier die Lip Butter drin, Cutie Pie heißt die. Nee, doch. Ups. Das finde ich ganz cool, das sind diese Stifte. Die sind so, also mehr eine cremige Konsistenz, aber auch eine richtig schöne Farbe. Werde ich auf jeden Fall gern benutzen für den Alltag, wenn ich nicht unbedingt eine Maske tragen muss, weil mit Maske sind die bestimmt nicht so praktisch. Dann habe ich hier noch einmal ein Eyeliner drin. Ich glaube, das ist ein brauner. Die Farbe heißt Say So. Ja, und es ist so ein dunkles Braun. Und auch das finde ich super interessant und eine richtig geile Spitze, womit man richtig gut das ziehen kann. Also finde ich richtig, richtig gut. Dann ist hier die Volume Mascara drin. Die Volume Up. Ich muss mal gucken, ob ich die schon habe. Ich habe nämlich eine davon, von den Banana Beauty. Und hier ist einmal nochmal Nanana Naked. Aber die lasse ich zu, weil die habe ich definitiv schon.
Aber ich dachte ganz ehrlich, bei dem Preis ist es nicht so schlimm, wenn ich ein Produkt schon habe, oder? Ich meine, dann kann ich das verlosen und euch damit eine Freude machen. Oder ich verschenke es an irgendwen aus meinem Freundeskreis, ne? Aber auf jeden Fall, das ist die Box, die erste Box gewesen. Und ich gucke jetzt nochmal mit der Mascara, ob ich die schon habe und komme dann gleich wieder. Nein, die hatte ich noch nicht. Ich habe die Fake It Mascara. Deswegen, aber da ist dann auch diese Mascara bei. So, dann zweites Paket. So, da war mein Standard Produkt Eyebrow Pencil. Ja, ich habe meinen Eyebrow Pencil in Medium Brown bestellt, weil ich auch die Augenbrauenprodukte mal testen wollte. Und das ist ein super, super kleiner, dünner Stift mit einem kleinen Spoolie. Und auf der anderen Seite eine super kleine Spitze. Die ist richtig schön mini. Ja, richtig gut. Das ist der Shape Me. Ja, richtig, richtig gut. Und dann habe ich noch das Red Set bestellt, glaube ich. Übrigens hatte ich euch gar nicht gezeigt, dass da je auch noch so eine Maske drin ist von Hello Body. Ja, da habe ich pro Paket halt eine Maske gehabt. Und dann ist hier noch ein Code mit 30% Rabatt. Genau, das war dabei. Und dann hier die rote. Ist auch wieder so viel drin. Da haben wir hier eine Farbe von den Liquid Lipsticks. Und zwar Dear President. Die habe ich noch nicht. Oh, Present. Nicht President. Dear Present heißt das. Den swatche ich auch mal für euch. Ja, das ist auch noch eine sehr, sehr schöne Farbe. Hier sehe ich hier sie. Finde ich richtig gut. Könnte ich auch noch im Alltag tragen. Ist noch nicht zu rot. Dann habe ich hier die Definition Mascara. Die Find Me. Ja, die habe ich auch noch nicht, weil ich habe ja die andere. Wie gut, dass es so viele von denen gibt. Die packe ich jetzt aber nicht aus, weil die kommt erstmal in Backup. Dann habe ich hier den Eyeliner in Schwarz, glaube ich. Dramolama. Nee, Dramorama. Was habe ich denn heute mit den Namen? Ja, da haben wir einen Eyeliner. Einen schwarzen, aber mit so einer Spitze wie so ein Augenbrauenstift. Wie so ein Augenbrauenpinsel. Ja, sehr interessant. Werde ich auch testen. Dann habe ich hier eine Lip Butter in der Farbe My Love. Die ist dort geswatcht. Da finde ich die Farbe auch richtig schön. Ja, sehr gut. Dann habe ich hier noch einen Lip Liner in der Farbe The Glam Bam. Das ist einfach nur ein Rot, glaube ich. Das ist hier. Könnte man aber auch als Lip Liner zu der Farbe tragen. Ich freue mich, ich freue mich. Und dann habe ich noch The Glam Bam, den Liquid Lipstick. Ja. So. Ja, das ist ein richtiges Rot. Das ist dort. Ja, ich freue mich richtig, aua, über die Bestellung. Wie gesagt, ein einziges Teil davon habe ich schon, den Rest habe ich noch nicht. Und ich freue mich richtig über diese Produkte, weil wie gesagt, die sind eigentlich richtig teuer. Und das war ein richtiger Schnapper. Und nochmal danke, Nicole, für deinen Code. Und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram. Da habe ich den Code, glaube ich, auch geteilt. Und ja, damit hier sowas nicht verpasst, oder? Also, ich kann euch Banana Beauty auf jeden Fall empfehlen. Ich mag die Produkte bisher alle sehr gern. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich würde Banana Beauty niemals ohne einen Code bestellen. Ich warte halt immer auf einen Code, weil ich persönlich zu geizig bin, 24,99 € oder so, glaube ich, pro Liquid Lipstick zu bezahlen. Also, ja, nee, würde ich nicht machen. Weil selbst dieser MAC Lipstick, die schon echt schweineteuer sind und wo ich mich schon echt überwinden muss, die kosten 21 Euro, die Lippenstifte, auch das ist schon teuer. Ihr wisst ja, ich habe recht viele MAC Lippenstifte. Aber die habe ich auch viel mit Prozenten gekauft, muss ich sagen. Also
Ich bin da sehr, sehr geizig, was sowas angeht. Also demnach Banana Beauty immer wieder gern, aber nur mit Code. Aber genau, die Produkte sind aber trotzdem 1A. Ja, ihr Lieben, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Gebt mir auch gerne ein Abo hier auf YouTube, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.